Hello, hello, hello. Ich grüße dich ganz herzlich. Zieh mal die Brille aus, damit die sich nicht so spiegelt hier. So schön, dass du mich hier entdeckt hast, vielleicht live dabei bist oder auch die Aufzeichnung anschaust. Ich habe heute Morgen wieder so eine großartige Erfahrung gemacht, wie rasch das Universum agiert und die eigene Lebenswirklichkeit erschaffen wird, so wie man es eigentlich gerne hätte. Auf spielerische Art und Weise. In einem Bereich, wo man vielleicht auch denkt, naja, das ist ja jetzt gar nicht wichtig oder gar nicht relevant. Aber genau in so kleinen Bereichen anzufangen, sich darin zu üben, mit dem Universum zu kommunizieren, um es jetzt vereinfacht darzustellen, um sich seine Lebenswirklichkeit zu erschaffen. Das ist so hilfreich, wenn es dann auch um größere Dinge geht, darum, sich das Leben wirklich komplett nach dem eigenen Herzen zu gestalten, seinen Seelenplan zu entdecken, auch die Geldenergie im Leben zur Verfügung zu haben, die man eigentlich gerne hätte. Das hängt alles zusammen. Und heute Morgen waren wir in eines unserer Lieblingshotels zum Frühstücken mit der Family. Wir hatten keinen Tisch reserviert. Und sitzen da eigentlich auch gerne immer draußen. Das ist so ein ganz großer Pool und dann sieht man auch hinter dem Pool noch wunderbar aufs weite glitzernde Meer. Und als wir ins Restaurant kamen, die kennen uns schon, die eine Mitarbeiterin ist schon gleich zu uns gekommen. Ach, hello, schön, schön euch zu sehen und so weiter. Und die weiß, dass wir auch gerne draußen sitzen, aber draußen war im Schatten nichts frei, also nur pralle Sonne. Und dazu ist die Sonne hier einfach noch ein bisschen zu heftig, um da in der prallen Sonne zu hocken, weil wir da ja nicht nur eine halbe Stunde sitzen. Also wir frühstücken da schon ausgiebig, verbringen da eine Weile, ein paar Stündchen branschen. Genau. So, und dann hat sie uns ihren Seitentisch gezeigt, der auch so direkt am Fenster ist, wo man auch einen wunderbaren Blick hat, aber im Raum drin halt. Und wir saßen da. Die Männer waren schon ans Buffet. Madeleine und ich hatten noch da gehockt, uns ein bisschen unterhalten, um erstmal anzukommen. Und dann kam ein Herr mit einer Familie und hat so ganz forsch gesagt: Hey, das ist unser Platz hier, also in Englisch, das ist unser Platz, der ist extra für uns bereitgestellt worden und hat so seinen Platz verteidigt. Und als die Mitarbeiterin uns zu diesem Platz geführt hatte, da habe ich schon ohne drüber nachzudenken gedacht, ich sitze ja eigentlich viel lieber draußen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es dauert, bis auf interessante Weise das Universum agiert und wir draußen einen freien Tisch kriegen im Schatten. Das waren so meine Gedanken, die ich so beobachtet hatte. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch bei dieser Manifestationsgeschichte, sag ich mal, dass du auch Chef im Kopf wirst und ganz bewusst denkst und aufhörst, dich denken zu lassen, also deine Gedanken entsprechend auch beobachtest und beginnst auch bewusst das zu denken, wo die Reise wirklich hingehen darf für dich. Das ist ein Training. Da gehören noch mehrere Dinge dazu, aber jetzt mal vereinfacht dargestellt. Das sind alles so Dinge, die wir ja auch im internen Bereich in der Akademie, was ich da meinen wunderbaren Teilnehmern ja auch beibringe, wie das genau funktioniert, wird ja jetzt hier den Rahmen sprengen. So, und als dieser Mann dann und die Family stand dann auch dabei, den Damen, ich nehme an, das war seine Tochter und seine Frau, war das schon so ein bisschen unangenehm, dass er so forsch seinen Platz da verteidigt hatte. Und mein erster Gedanke war, ich war gerade im Moment gar nicht so wirklich in der Lage zu reagieren, aber habe so den Rest von der Family an unserem Tisch dann auch beobachtet, wie so die Überlegung da war, stehen wir jetzt auf? Mein Mann hat wohl erst überlegt, auch mit ihm zu diskutieren oder irgendwie was. Und ich habe gedacht, Universum, du bist einfach nur genial. Weil wir sind dann tatsächlich auch aufgestanden und ich hatte währenddessen schon beobachtet, wie draußen genau in dem Bereich, wo ich am liebsten sitze in diesem Hotel, ein Tisch frei geworden ist. Und habe mich dann bei diesem Mann, der seinen Platz
obwohl der uns ja dann auch vorher zugewiesen wurde, bedankt. Jetzt aber nicht irgendwie auf eine, ich sag mal, ketzerische Art und Weise. Er hat zwar sich gewundert, warum ich mich bei ihm bedanke, aber so auf liebevolle Art und Weise, weil durch ihn hat ja im Grunde genommen in dem Moment das Universum gesprochen. Ein bisschen forsch, so Klammer auf, Klammer zu, hey, warum sitzt ihr hier noch da? Draußen ist ein Tisch frei, draußen ist sogar dein Lieblingstisch frei. Warum sitzt du mit deiner Familie noch da? Raus, da ist der Tisch gerade frei geworden, ja, verstehst du? Und diese Botschaften zu erkennen, und das kannst du dann auf alle Bereiche deines Lebens beziehen. Auf die gesundheitliche Situation, auf die berufliche Situation, die private Situation und natürlich auch auf die finanzielle Situation. Wenn du erstmal gelernt hast, wirklich so mit dem universellen Feld zu kommunizieren und dann natürlich auch zu sehen, wie das Universum mit dir kommuniziert. Und zunächst schaut es dann möglicherweise ganz anders aus, weil so könnte man ja auch die Situation sehen. Der Tisch ist nicht frei, wo ich eigentlich hin will. Funktioniert alles nicht, bin jetzt traurig darüber, bin wütend, zornig oder was auch immer. Hier geht es jetzt nur um den Tisch. Und das ist sicherlich im Grunde genommen ja völlig unwichtig, wo du sitzt. Aber letzten Endes, die andere Sichtweise darauf ist, in allem in deinem Leben, wie willst du selbst es eigentlich wirklich gerne haben? Ich wollte eigentlich wirklich gerne an unserem Lieblingstisch draußen sitzen im Schatten. Zunächst sah es mal so aus, als würde das heute nicht funktionieren. Und dann hat auf interessante Art und Weise, weil ich das ausgesendet habe, ganz rasch das Universum agiert. Und das kannst du wirklich auf alle Bereiche in deinem Leben beziehen. Auf alles. Ja? Deshalb wollte ich das mal mit dir teilen, um dich zu ermutigen, mit dem Universum wirklich zu sprechen, zu agieren und diese Dinge, du darfst dich natürlich auch darin üben, gewahr zu sein, präsent zu sein, im Augenblick zu sein und diese Dinge dann so zu sehen und so mit dem universellen Feld zu kommunizieren. Drei Dinge habe ich jetzt abschließend noch für dich. Wenn du dich da begleiten lassen möchtest, du findest irgendwo in der Nähe hier einen Link, drei Links findest du heute, dann buch dir gerne ein Gespräch, wo wir dann einfach mal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und welche Begleitung innerhalb der Akademie ist gerade so die richtige für dich. Ist also etwas, was dich wirklich von A nach B jetzt bringt. Einen zweiten Link findest du noch, da geht es um das Thema Selbstermächtigung. Dich selbst zu ermächtigen, die Hauptrolle wieder in deinem Leben zu spielen und keine Nebenrolle, also aufzuhören, es anderen gerecht zu machen, sondern dir selbst wieder gerecht zu werden. Weil letzten Endes, du darfst einer einzigen Person gerecht werden, dir selbst. Das ist auch so eine tiefe Prägung, dass wir viel zu viel versuchen, es anderen recht zu machen, darüber nachdenken, was denken andere von uns. Und das macht man halt so, das kann ich nicht so machen. Das machen alle auch so und. Also alles in allem, dich selbst zu ermächtigen, wieder in deine wahre Kraft, Größe und Stärke zu kommen. Da gibt es ein ganz tolles Online-Retreat. Ich bin da auch als Sprecherin dabei, werde auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Das Online-Retreat beginnt morgen schon. Morgen ist erster Tag. Und nächste Woche am Samstag wird mein Interview für 24 Stunden freigeschaltet. Deshalb, Link findest du hier. Meld dich an, sind viele wunderbare andere Sprecher auch noch mit dabei. Und dann wirst du mein Interview am Samstag auch auf keinen Fall versäumen und auch da nochmal ganz viele zusätzliche Impulse bekommen zum Thema Hauptrolle in deinem Leben zu übernehmen und dich selbst zu ermächtigen. Dritter Link, heute gibt es hier geballte Informationen und geballte Impulse. Am Montag, 2.10. startet eine finanzielle Wellnessreise online, wo es wirklich auch mal darum geht, das liebe Thema Geld vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wenn du also so das Gefühl hast, naja, mein Kontostand hätte gern mal so einen Schub in eine andere Richtung, da ist eigentlich mal so Next Level angesagt. Das ist eine Online-5-Tages-Challenge. Madeleine und ich, wir werden jeden Morgen um 11 Uhr auf Zoom live sein. Es gibt sogar ein kostenfreies Workbook, das du dir downloaden kannst, damit du da wirklich ganz, ganz vieles aus dieser 5-Tages-Challenge mitnehmen kannst. Weil das ist unser Commitment.
Wir werden da aus dem Nähkästchen plaudern, was wir genau gemacht haben, um wirklich finanziell in die Freiheit zu kommen, in die Fülle zu kommen, um uns keine Gedanken mehr um Geld machen zu müssen. Diese 5-Tages-Challenge, finanzielle Wellnessreise. Also bestenfalls auf alle drei Links klicken, beim Selbstermächtigungsretreat dabei sein, bei der finanziellen Wellnessreise, wenn du sagst, wäre vielleicht ganz geschickt, dich mal begleiten zu lassen, damit du rascher von A nach B kommst, dann ja, buch dein Gespräch, wo wir da einfach mal am Telefon so eine Viertelstunde schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und dann mal schauen, welche Begleitung da gerade am sinnvollsten für dich ist. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag, sonnige Grüße und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.